Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Liebe Freunde, ich habe mich gerade einfach angehört wie ein Staubsauger, der irgendwie gerade auf Kur ist. Wir sind auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr wieder zurück am Start seid zu diesem neuen Video, denn heute mit einem besonderen Thema. Irgendwie ist jedes Video ein besonderes Thema, ist euch schon aufgefallen? Mami-Blocker. Hinter den Kulissen, da gab es einen Skandal bezüglich einer Mutter und ihrem Kind. Das wollen wir uns anschauen und ich sage euch natürlich meine Meinung dazu. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Zeddo, ich bin 23, ich komme aus Köln. Ich freue mich, dass ihr hier auf den Kanal gefunden habt. Fühlt euch bitte wie zu Hause, lasst gerne ein Abo da. Ihr könnt spenden unter paypal.com/. Wenn ich wirklich irgendwann nach Spenden frage, dann brauche ich euch wirklich. Und so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Warum laber ich schon wieder so viel Scheiße? Wir gehen rein ins Video, Mann, Alter. Ich fuck mich schon wieder ab, ich rede schon wieder viel zu viel Müll. Auf jeden Fall lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks. Um was Leckeres zu trinken. Wichtig. Hi, ich bin zurück aus meinem Urlaub mit einem etwas kürzeren Video. Hi. Denn während ich in der Sonne lag, ist in den USA etwas passiert zum Thema Kinder, Influencer, Familienblogger, was ich auch für den deutschen Markt nicht unerwähnt lassen möchte. Falls ihr krass, okay. Es ist eine amerikanische Story, heißt, es betrifft uns nicht. Spaß, es betrifft uns auch, weil Mensch ist Mensch, Welt ist Welt, Land ist Land. Wir sind alle auf einem Planeten. Wenn die Scheiße bauen, könnten wir genauso Scheiße bauen. Wenn wir Scheiße bauen, könnten die auch Scheiße bauen. Mitbekommen habe. Es geht nämlich um die YouTuberin Jordan Cheyenne. Diese ist eine ganz normale Bloggerin gewesen mit über 500.000 Abonnenten. 538. Pff, die hat weniger als ich. Pff, Anfängerin. Pff, Spaß. Die ihren Alltag gevloggt hat und zu ihrem Alltag gehörte unter anderem ihr 8-jähriger Sohn. Ich werde euch den heiß diskutierten Videoausschnitt jetzt gleich zeigen, vorher noch ein paar Infos für den Kontext. Sie selbst ist alleinerziehende Mutter und sie hat sich zusammen mit ihrem Sohn einen Welpen zugelegt. Das wollte sie eigentlich erfreut in einem Video verkünden. Es kam aber anders. Sie war mit dem Welpen beim Tierarzt und der hatte Parvovirose. Und Parvovirose ist eine Krankheit, die bei Hunden auch tödlich ausgehen kann. Dementsprechend war die Familie und vor allem der 8-jährige Sohn sehr, sehr traurig. Und diese Trauer wurde, was meines Erachtens schon moralisch irgendwie falsch ist, ein heulendes Kind zu filmen, in dem Vlog natürlich auch mitbegleitet. Und so ist dann folgende Szene im Auto entstanden. Rosie is healthy. Look at me. Rosie is beautiful. Rosie is strong. She is healthy. She will make it. She will make it. She will make it. Erstmal so weit, so gut, beziehungsweise nicht gut. Für mich ist das schon ganz grenzwertig. Also warum muss ich meinen 8-jährigen Sohn zeigen, wenn er gerade weint? Ich verstehe das mit dem Zeigen. Aber die Art und Weise, wie sie den Sohn motiviert oder halt vom Thema ablenkt und so ihm zeigt, so, yo, guck mal, das wird alles, das finde ich an sich gut. Also ich fand die Erziehungsweise, finde ich gut. Wisst ihr, was ich meine? Das mit dem Kinder zeigen ist halt, es ist, ja, das machen halt viele, ne? Deshalb ist es so, es ist gut, dass man so ein Thema anspricht, aber ich glaube nicht, dass es von der Welt verschwinden wird, weil einfach viel zu viele Leute... Es ist ja auch schwieriger, wenn du als Influencer ein Kind bekommst, ist es ja auch schwieriger, das geheim zu halten, als es zu teilen und den Leuten zu zeigen, guck mal, das ist mein Kind, ah, guck mal, das ist so süß, guck mal, das kann jetzt laufen, guck mal, das kann jetzt kotzen, guck mal, das kann jetzt kacken. Das ist so, das ist ja einfacher als nichts davon zu zeigen. Weil sein kleiner Babywelpe eine potenziell tödliche Krankheit hat. Please pray for her. I know she's gonna make it through. She's an amazing, beautiful little girl and I can't wait for her to bring her home and be part of her family. Der wahre Skandal kommt aber jetzt erst. Oh. Und zwar hat Jordan Cheyenne vergessen, danach rauszuschneiden, wie sie fürs Thumbnail, also das Vorschaubild auf YouTube, posiert. Das macht man als YouTuber tatsächlich. Nein. Wenn ich jetzt ein Video hier gedreht habe und möchte, dass mein Gesicht im Vorschaubild erscheint, dann posiere ich auch ein bisschen und schneide mir das dann nachher zurecht. Und das machen sie in diesem Moment der Trauer. So, if you could pray for us, we appreciate it. I love you guys. Come here, come closer for the video, come closer. Come closer. Come closer. Put your head right here. Come closer. Oh nein. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Und das Kind sagt halt auch immer wieder, Mommy, I'm crying. Also, dass er... Oh, das ist richtig unangenehm. Oh mein Gott. Oh. Oh, wow. Okay, das ist... Den Punkt verstehe ich komplett. Das ist next
Level hart. Für das Anzeigefoto, was auf das Video angezeigt wird, nimmt sie ihren heulenden Sohn und sagt, heul mal mehr. Und so, was? Okay, das ist wirklich Next Level. Aber auch mies gelaufen, dass sie es halt nicht rausgeschnitten hat, dass sie es vergessen hat rauszuschneiden. So, okay. Hat wirklich weint, dass es jetzt gerade nicht gespielt ist, sondern dass er wirklich weint. Und die Mutter hat aber nur das Thumbnail im Kopf. Like this. No, Mom, I'm not just using her. No, I know, but go like this for the video. Go like this, put one hand up, go like this. No, go like this. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth. Ja, und dann werden dem Kind eben so Sachen gesagt wie wein mal ein bisschen deutlicher, halt dir mal die Hand weinend vors Gesicht, aber pass auf, man muss deinen Mund sehen, sonst sieht's nicht gut aus. I don't know, Mom, I'm actually crying. Look at me, look at me, look at me. Look at me, look at me. I'm actually crying. I know, look at me, look at me. Look at the camera, look at the camera. Boah, ist das traurig, Alter. Ja, nachdem dann aufgefallen ist, dass dieser Teil noch im Video war und ich denke nicht, dass das irgendwie aus Marketinggründen war, das war einfach wirklich ein dummes Versehen. Also ich habe das auch schon oft bei anderen YouTubern gesehen, dass sie aus Versehen Sachen im Video gelassen haben, die gar nicht rein sollten oder so. Das passiert öfter. Das passiert öfter, deshalb sollte man seine Videos immer doppelt gegengucken, weil man auch manchmal, keine Ahnung, private Dinge während einem Video kurz macht oder beispielsweise Mats kommt jetzt rein und redet mit mir über eine Mieterhöhung, so, dann sollte das rausgeschnitten werden, weil es nicht jeden da draußen was angeht, was wir an Miete zahlen beispielsweise. Aber es passiert mal, dass sowas drin bleibt. Das ist ein Schnittfehler. So, das ist mir auch schon öfter passiert. Ja. Gab es natürlich einen großen Aufschrei. Das Video wurde sofort runtergenommen, aber es existiert natürlich überall. Und es wurde diskutiert. Unter anderem hat ein YouTuber, den ich schon mal erwähnt hatte in einem meiner vorherigen Kinder-Influencer-Videos, The Dad Challenge Podcast, ein Interview mit Jordan Cheyenne daraufhin geführt. Und da hat sie nochmal so ein paar Details über diesen Vorfall preisgegeben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihr richtig, richtig leid tut, beziehungsweise sie hat diesen richtigen Punkt, warum es falsch war, nicht verstanden. Sie hat mehrmals betont, ja, es tut mir so leid, dass meine Follower das jetzt gesehen haben und denken, dass das bei mir immer so fake wäre alles. I am deeply sorry to my audience and my loving, supportive followers and that they now think that everything is disingenuous on my channel. Or that moment, or that whole day we weren't emotional or we weren't being genuine. Dabei ist ja das eigentliche Problem nicht, was ihre Follower denken, sondern was ihr Sohn denkt und wie ihr Sohn aufwächst. Sie sagt aber in diesem Interview selbst, dass auch viele andere Blogger, die sie kennt, hinter den Kulissen ähnlich agieren. Aber das ist so, Mann, wenn du Scheiße baust, dann zeig doch nicht mit dem Finger auf andere. Natürlich gibt es immer welche, die genauso Scheiße bauen oder noch mehr Scheiße gebaut haben oder wie auch immer. Es gibt immer einen Fall von mehr. Es gibt immer jemand, der mehr Geld hat als du. Es gibt immer jemand, der leckereres Essen zu Hause hat als du. Es gibt immer jemand, der coolere Klamotten hat als du. Es gibt immer eine Steigerung. Es gibt immer jemand anderen auf dieser Welt, der etwas entweder mehr oder weniger hat oder besser macht oder schlechter macht oder wie auch immer. So, in dem Fall hat sie offensichtlich Scheiße gebaut. Sie sitzt neben ihrem Sohn bei einem emotionalen Moment, weil ein Haustier, ein Babywelpe wahrscheinlich sterben wird und sagt zu ihrem Sohn, wein mal fürs Thumbnail. So, der arme Junge, Alter. Als ob, also... I can't even tell you how many people I know behind the scenes who play up their thumbnails or what's happening or clickbait this and clickbait that and you feel like you have to keep up with the content people are putting out or what's interesting and people who say that it's not a challenge or they're not posing for this, it's just not true. Was ich auch interessant fand, ist, dass sie eben auch zugibt, dass sie noch nie darüber nachgedacht hat, dass es falsch sein könnte, ein Kind vor der Kamera zu zeigen, weil sie eben von allen anderen Familienbloggern auch gesehen hat, dass sie ihre Kinder vor der Kamera zeigen. Und wenn die das machen, dann ist das normal, dann ist das halt so beim Familienblogger-Dasein. Und dann wird das auch so gemacht, ohne drüber nachzudenken, was eben die Konsequenzen für das Kind sein könnten. At the beginning, the family vloggers I followed, everyone included the kids. I would never even have a second thought or think, oh, this might be put Christian in danger or his mental health. If we can, I would really not like to mention anything like sexual with kids. But I know you mentioned there's people who are crazy and like, I don't want anything to ever, ever get to that level. Jordan Cheyenne selbst hat übrigens alle ihre Kanäle gelöscht bzw. deaktiviert. Ob sie vielleicht in den nächsten Monaten wiederkommen wird, weiß man natürlich nicht. Und gesagt, dass sie ihren Sohn ab jetzt komplett raushalten will. I have made a commitment moving forward to not include my son in any videos. I've even went back and took off about 20 videos that had myself and Christian in them. I will continue to do so. I've done this for 8 years, but I am done posting my son. It will not happen again.
He loves being in the videos, but I know that he is not old enough to consent to that. I am horrified and disgusted with myself that I got to that level, that I would even prioritize a thumbnail. And pulling him into that situation in such an emotional moment. Ich will das nicht gut reden, ne? Ich will das wirklich nicht gut reden, aber was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, dass man, wenn man Dinge immer wieder jeden Tag gleich macht, immer wieder, sie macht jeden Tag für ihren neuen Vlog ein neues Thumbnail und fake das und was weiß ich, dann kommt man vielleicht sogar auch in so eine Routine, dass man vielleicht gar nicht mehr so gut einschätzen kann, so, yo, das ist gerade für mein Kind eine emotionale Situation, das Kind weint gerade wegen dem Hund, das ist jetzt nicht ein Thumbnail, wie ich das die letzten Tage gemacht habe im Supermarkt und da und dort, sondern das ist wirklich eine ernste Situation, dass sie vielleicht da auch kurz sich drüber nachdenkt. Natürlich ist das keine Entschuldigung, natürlich ist das super weird. Andererseits ist jetzt auch schwierig zu sagen, aber andererseits geht es niemandem was an, außer die beiden. Klar, die machen Videos öffentlich, sie macht Videos öffentlich und klar mischt man sich ein, aber andererseits ist es wieder eine Sache von ihr und ihrem Sohn und wie sie ihren Sohn erzieht. Also ich will mich nicht einmischen, so. Klar mischen sich viele ein, die folgen und verfolgen, aber ich finde immer noch, das ist so ein bisschen eigene Sache. Dass sie einen Fehler gemacht hat, hat sie wahrscheinlich gecheckt und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine dicke Hatewelle gegeben hat, tatsächlich. Und dass sie das auch einsieht, warum man die Kinder komplett raushalten sollte, was ich schon mal sehr gut finde. Da ist sie auf jeden Fall einen großen Schritt weiter mental als der ein oder andere Family-Vlogger. An dem Beispiel von Jordan Cheyenne wollte ich euch jetzt zeigen, wie es dort vielleicht hinter den Kulissen ebenfalls abgeht. Also natürlich nicht immer, will ich nicht sagen, vielleicht auch nie, aber es wird mit Sicherheit auch die ein oder anderen deutschen Mami- und Familienblogger geben, die ihrem Kind schon mal gesagt haben, in einer schwierigen Situation, aber jetzt guck in die Kamera, weil sie eben Videomaterial brauchten oder ein Vorschaubild für ihr Video brauchten. Ich muss ja sagen, seit ich so ein bisschen... Safe. Also ich weiß nicht, ob ihr schon so lange dabei seid, aber ich habe ja früher auch zum Beispiel Videos mit Tino gedreht. Tino ist ein Junge, der Down-Syndrom hatte und die Videos sind mega gut angekommen. Er hatte selber immer richtig Bock, Videos mit mir zu drehen. Ich habe mir immer was überlegt. So, keine Ahnung, wir sind ins Spieleland gefahren oder ich habe ihm Fragen gestellt. Wir haben uns auf eine Couch gesetzt und geredet. Der wollte einfach immer nur diese Videos machen. Ich kam von meiner Ausbildung nach Hause. Ich habe da bei Tinos Familie sozusagen gewohnt, weil das waren gute Freunde von uns und meine Eltern sind weggezogen. Dann hatte ich dort ein Zimmer. Ich kam von der Ausbildung nach Hause. Der kam jedes Mal in mein Zimmer direkt gerannt, hat diese Kamera genommen, hat sie selber angemacht und hat gesagt, Video, Video, Video. So, da muss ich ihm erstmal sagen, guck mal, ich muss jetzt erstmal duschen und dann gucken wir, ne? Und da gab es auch natürlich ähnliche Situationen, wo, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber wo ich zum Beispiel am Anfang des Videos gesagt habe, wir fahren zu Obi und er war, ja, ich will zu Obi, bla bla, Beta-Stab kaufen und so weiter und so fort. Dann sind wir beispielsweise am McDonald's vorbeigefahren und er wollte unbedingt zu McDonald's und habe ich gesagt, okay, zu McDonald's fahren wir danach, weil ich habe im Video gesagt, wir fahren jetzt erst zu Obi. Dann war der auch sauer und dann merkst du auch so, du sprichst gerade gegen das Kind, damit dein YouTube-Videokonzept funktioniert, was du am Anfang angekündigt hast. So, am Ende des Tages sagt man auch im privaten Leben zu einem Kind, nee, heute gibt's kein McDonald's. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man das Video dreht, dann ist das nochmal eine andere Situation. Ich kann mir das gut vorstellen, aber super schwieriges Thema. Über diese Thematik berichtet habe und noch viele andere über die Thematik berichtet haben, es Artikel dazu gab, ist mir aufgefallen, dass 2-3 deutsche Mami-Bloggerinnen ihre Kinder nicht mehr zeigen oder verpixeln, was ich sehr, sehr gut finde. Aber es ist eben auch noch eine Großzahl an Bloggern, Familienbloggern, Mami-Bloggern unterwegs, die das nicht tun und die ihre Kinder teilweise sogar nicht nur nebenbei in Videos zeigen, sondern offensichtlich für Klicks, für Thumbnails ausnutzen, bis hin zu emotional ausnutzen, also weinende Kinder aufs Thumbnail tun. Extrem sich freunde Kinder aufs Thumbnail tun, kranke Kinder aufs Thumbnail tun. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr vielleicht in den letzten Wochen gemerkt habt, dass sich auch deutsche Familienblogger etwas bewusster in dieser Hinsicht geben oder eben nicht. Würde mich interessieren, wenn ihr da noch irgendwie so ein paar Anekdoten habt. Schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Das war erstmal ein etwas kürzeres Video, aber ich starte jetzt langsam wieder rein nach meinem Urlaub und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ja, geiles Video. Also gutes Video. Ich finde auch, sie bringt das immer relativ gut auf den Punkt. Für euch alle, der Link zu ihrem Kanal, zu ihrem Video ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und das war es auch mit diesem Video hier auf diesem Kanal, liebe Freunde. Morgen 14 Uhr geht's weiter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Abo-Button und aktiviert die
Glocke. Ich bin tot, Leute. Ich bin Dings. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt einen Burnout. Das war's. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wie man jetzt Tschüss sagt. Ich muss es jetzt einfach so auslaufen lassen. Nein, Spaß, liebe Freunde. Folgt mir noch auf Instagram. Bis morgen. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.